So, herzlich willkommen auf Prima Balletti. Das stimmt nicht. Tutti Paletti auch nicht. Sekunde, ich muss mal gucken, wie das Ding heißt. Doch, Prima Paletti war richtig. Prima Paletti. Und da ist unser Ansprechpartner. Das ist Tristan. Hier sollten wir ja ein Dorf befreien und noch irgendwas. Wir suchen erstmal Tristans Haus. Ah, hier kommen wir gar nicht über die Brücke rüber. Ich verstehe die Problematik. Dann gehen wir einfach dran vorbei. Anscheinend kann man sich später noch irgendwie so beamen oder nach vorne zoomen oder mit dem Enterhaken rüberschwingen oder was weiß ich. Ansonsten kommt man ja gar nicht an diese Münzen, die immer über dem den Abhängen verteilt sind. Tristans Haus. Nach der Brücke geradeaus. Die fiese Kreatur. Die werden wir mit Level 16 einfach wegluseln. So, 3M. Jetzt wird's abgehen. Guck mal, so eine schöne Welt. Gefällt mir jetzt schon sehr gut. Besiege Hylas. Warum sind hier nur so Standard-Gumbas? Oh, ein Kristall-Spark. Mit Noten! Disconaut, das wird mein Go-To-Spark. Nehmt euch vor den Hylas in Acht. Sie können ihre Verbündeten heilen. Ach, deswegen heißt es Hylas. Das ist so, oh Gott! Das kommt mir so vor, wie wenn ich früher Lego oder Playmo gespielt habe und dann irgendwie Figuren benannt habe. Das sind die Hylas. Sie machen Teambarrieren, um sich zu beschützen. Wir haben einen Schock-Super-Effekt. Ja, befreit mich, dann geht's weiter, sagt er jetzt noch. Team heilen. Los geht's. Nicht übermütig werden. Das darf nur. Oh, springen. Jetzt gibt's Jump Pads. Oh. Und los geht's. Jawoll! Man muss Nintendo aber eins lassen, die haben es drauf geschickt, die Assets und Grafikstil zu wählen. Das ist aber Ubisoft. Warum denken alle, dieses Spiel ist von Nintendo? Das ist es diesmal überhaupt gar nicht. Das ist nicht auf die gleiche Art und Weise entstanden wie der erste Teil. Aber freut mich, dass es dir optisch gefällt. Ich findest du das jetzt echt optisch hier so beeindruckend? Ich fand es jetzt sehr erwartbar vom Look. Gucken wir einfach mal, was passiert. Hier werden wir L aktivieren.
Und die schöne Sturmklinge. Es gibt keine Türme zum Hochklettern. So. Unser Gegner ist dran. Mal sehen, was die können, die Heilers. Ah, jetzt haben sie alle eine Barriere. Und einen Schock verteilt. Aber das zweite Mal hat keine Chance. Also die Musik ist das Beste am ganzen Titel. Entspann dich! Oh geil, wir haben die Goombas angerannt mit Feuer. Und das hat funktioniert, das ist ja cool. So, du kommst mal weg. Ja. Leider nicht ganz tot. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr ohne weiteres rauf. Hier können wir aber jede Menge Goombas erwischen. Ja. Probieren wir es mal. Nee, null Schaden. Ah, deswegen, weil die ja noch ein Schutzschild haben. Dann machen wir das anders. Machen wir das folgendermaßen, dann geht nämlich Mario erstmal hier hoch. Ui. Dann machen wir hier einmal Raserei und einmal hier Raserei. Dann wählen wir Peach aus. Ballern alle weg. Nein. Ich habe meinen Angriff soeben schwächer gemacht, als er ist. Ich werde deswegen versuchen, den anderen zu treffen. Das könnte klappen. Weil der ja eh gegen Schock gut geschützt ist. Ah, das war die Heilung. Na los. Was ist denn die Aufgabe? Die Heilers einfach umbringen? Ah ja. Nichts einfacher als das. Jetzt komme ich hier echt nicht dran. Ich glaub's nicht. Gut, den haue ich damit weg. Das heißt, vielleicht kann ich mit Mario Peach noch hinkriegen, dass die da mithelfen kann. Das
geklappt. Bam. Wusch. Großartig. Also die Kämpfe finde ich jetzt inzwischen super gut. Das war ein richtig schöner Kampf. Und das habe ich heute bestimmt schon 5-6 Mal gesagt. Der König ohne Kleider. Und der Diskonaut ist jetzt da. Den wollen wir mal direkt uns geben. Statt Astra Morgana. Obwohl das sehr gut ist, ne? Das ist wirklich sehr gut. Was macht denn Disco hier? Erhöht den Angriffsschaden von Waffen um 10%. Ist natürlich einfach auch gut. Gegner in Reichweite werden zur Position des Helden gelockt. Ist auch gut. Na, dann lo. Und dann kommt... Wenn wir den aufwerten... Kommt näher, 2 Meter. Und Angriffsmeister plus 5% Schaden. Und dann nochmal plus 25. Und gleich plus 35. Plus 30. Wahnsinn. Ja, erhöht den Angriffsschaden um 25%. Das ist bei Rabbit Mario natürlich großartig aufgehoben. Unser Weg zum Dorfplatz wird von einem Abgrund unterbrochen. Was bringt uns diese Abkürzung überhaupt? Jetzt kriegen wir diese Fähigkeit. Und so komme ich auch in der Eiswelt dann erst weiter. Ja, man muss anscheinend doch einfach die Kampagne erst durchspielen und dann nachträglich alle Planeten zu 100% machen. Ansonsten frustriert man sich dann noch, aber es... Ja, wäre schön, dass... Das sind Sachen, die ich gerne gesagt kriege, nicht die Sachen, die sie mir am Anfang alle erklärt haben, die selbstverständlich sind. Die Scankraft mit ZL. Oh Gott, und dann steht tatsächlich echt noch daneben, dass man hier das benutzen muss. Das ist ja in dem anderen auch gewesen. Schicht im Schach. Endlich wieder kämpfen. Besiege die Oberlehrer. Das Spiel wäre doch eigentlich auch was für einen schönen Multiplayer, oder nicht? So, wir nehmen das so. Hoho, Kinderspiel! Thank you.
Erstmal gucken, was haben wir denn hier noch? Das hier sind die Oberlehrer, die soll ich besiegen, den anderen soll ich ja gar nicht besiegen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier sind 2, da sind 5. Bedeutet auch, den hier könnte ich so recht schnell besiegen. Und die Oberlehrer sind empfindlich gegen Schock. Na gut, das haben wir jetzt Dings gerade weggegeben. Es ist, wie es ist. Let's go! Alles klar, Jo, vielen Dank fürs Reinschauen. Ah, da hätte ich R benutzen können, dann wäre er da runtergefallen, weil er zweimal gebounced wäre. Muss ich mir unbedingt merken. Wow, Lebensentzug, nicht schlecht. Hat der sich jetzt weggebeamt? Crazy. Den Refuchteln. Oder bist du doch wieder Reh? Das finde ich ja schön. Zurückfuchteln. So, der erste ist weg. Der nervt auch nicht mehr. Oh nö! Oh je. Mal gucken, was jetzt passiert. Der müsste die Leben wiederkriegen.
Endlich sowas wie Schwierigkeit. Ich hab da eine Idee. Danke, Mama. So, versuchen wir es mal. Ich würde ihn von hier versuchen zu treffen. Ein Spritzangriff. Ich will doch eigentlich Pluck Pluck machen. Na los. Ach, aber nicht geklappt. Oh wow. Richtig hart. Schade, jetzt hat man gar nicht mehr gesehen, den Schaden, den ich hier gemacht habe. Ist gut.
kann ihn nicht wiederbeleben. So, ist glaube ich nur noch einer dann, ne? Dahin. Dahin. Kommt näher. 24 Stunden Stream. Jetzt erstmal die dreifache Raserei. Und obendrauf den fetten Doppelklopper. Ja, aber nah dran, ne? Um 8 ist, beziehungsweise ich hab's vorgelegt, um 7 geht es schon los mit Scorn. Nicht um 8, sondern um 19 Uhr. Das will ich direkt im Discord mal schnell ändern. Nicht, dass da Missverständnisse passieren. Discord. Event. Streamplan. Für alle, die noch nicht auf dem Discord sind, guckt euch das gerne mal an. So sieht das Ganze aus. Der Event... Edit Event fängt schon um 7 an. Aber streamt Scorn. Jetzt bin ich auch noch eine gute Stunde mindestens dabei. Was passiert hier so im Dings? Ich hasse es, dass Magic so addicting ist. Die Tage auf der Filmfeier mit Jungs spielen. Und jetzt habe ich neue Karten und werde wieder Decks bauen. Oh, Nema! Oh, welche Set denn? Hier sind die Rennen und meiner Teamkollegen und der anderen, der Community. Was ist das denn? Tja. Süß. Danke, 3M. Das ist ja geil. Ja, so ist das Leben hier im Discord. Dann gehen wir hier drauf. Ja, bitte? Familie möchte auch was. Den Ixo, ja, der ist doch da vor dir. Den Ixo vor lauter Ixo nicht gesehen. Ich hätte gern Kekse und Kaffee. Ja, aber ich kann sie mir nicht machen. Doch, die sind doch unten. Er muss aber dreimal wiederkommen. Na ja, gut, dann stell das Wasser an. Übrigens hier, so sieht das aus, wenn ich heute Abend Scorn spiele. Dann erschrecke ich mich so dolle. Das war auch sehr schlimm, Erschreckerszene von Bobby. Okay.
Danke sehr. Aha, hier haben wir zwei Schalter. Ach, das ist ein Dicker. Hast du auf den anderen Tüdel gefunden? Aha. Moment, jetzt habe ich ja gar keine Kekse gekriegt. Verdammt, das hat sie geschickt gemacht. Macht mir einen Kaffee und dann kriege ich deswegen keine Kekse, weil für die muss ich ja wieder aufstehen. Wer von euch isst nach dem Mittagessen auch gerne noch einen Keks zum Kaffee? Kann ich ja nicht alleine sein. Verlassen. Ein Item. Ah, das war's. Nicht wenigstens noch eine Leiter oder so. Oh, da drunter ist das Ei, was man braucht, was man hier irgendwo aufs Auge schmeißen muss. Jetzt muss ich da echt zurückgehen. Das gibt's ja auch gar nicht. Verbesserte Switch hat doch dann wohl hoffentlich. Da war übrigens ein Gemälde, das hätte ich mir noch angucken können. Eine SSD, wollte ich sagen. Verdammt. Sie haben uns erwischt. Hm. Müssten wir so schaffen. Wer? Was? Nein. Wichtig ist, dass wir die Heilers. Achso, wir sollen alle besiegen, okay. Das sind aber drei Heilers. Schön, also wie der erste Teil wird hinten raus dann doch wieder schön knackig. Legendär, legendär. Ich mache das, damit ich möglichst... hinten raus... die niemanden haben, den sie... können. Aber wie viel müssen wir denn besiegen? 9 und jetzt noch 6. Ja, Moment, das ist doch dann alles gar kein Problem. Dann geben wir uns jetzt perfekten Schutz. Muss ich mich hier gar nicht mit den Heilers rumärgern.
Wollt ihr mehr? So. Fertig. Entschuldigung. Da kommen wir, glaube ich, raus, ne? So, 0 von 2. Wen haben wir denn da? Die zwei Oberlehrer sollen wir besiegen. Na gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Münzen. Nicht übermütig werden. Das darf nur. Okay, er muss definitiv mehr gleiten können, das wäre wichtig. Kriege ich da noch irgendwo mehr Schaden raus? Ja, gegen Schock sind die empfindlich. Ich muss Schock doch wieder anlegen. Ich kann sie natürlich zu mir herziehen, alle. Das ist schon mal gut. Kommt näher! Wow. Wow, 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 wow. Jetzt komme ich hier gar nicht raus, doch. Okay. Also die Oberlehrer sind das Wichtigste. Eins. Zwei. Das ist schon sehr cool immer, was wir hier machen. Erst alle zusammen. Holen und am Ende dreimal draufballern und alles geschafft. Ist das geil. Gern einen Clip von machen. Das könnte man, glaube ich, so fast auf Social Media stellen. Schöne Strategie. Ah, hier sollen wir weiter. Wenn die Sequenz noch fehlt, noch mal kaputt. Bowser, der alte Kumpel. Ja, Bowser nehmen wir rein. Bowser ist der Beste. Marius ihm einst angetan hat. Dieser Schuppenriese? Oh, Mama! Sparkjägerin. Granita.
Bowser ist auch kein Freund von uns. Er hat Prinzessin Peach schon ziemlich oft entführt. Aber trotzdem, wir können ihn nicht der Finsterzeit überlassen. Stimmt's? Ja, das ist jetzt dran. Wir holen uns Bowser. Dann kommt Bowser mit noch in die Truppe. Ich glaube, der könnte noch besser sein als Rebella, oder? Auf Granita beißen. Eine Waffe mit Sparkräften hat selbst der mächtige Bowser in der Finsterzeitdimension keine Chance. Wir haben eine Waffe für ihn. Ursprünglich war sie für Rabbit Mario vorgesehen, aber für ihn war sie zu schwer und unhandlich. Ha! Lass das nicht Rabbit Mario hören. Nein, 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 nein. Ich habe Blasen davon bekommen. Uff. Das ist doch ganz eine Waffe nach unserem Geschmack. Oh, ganz viele Jump Pads. Zeit für Taktik. Granita ist zu stark. Unsere Angriffe richten kaum etwas aus. Versucht sie zuerst auf diese Sprengfallen zu locken. Unempfindlich gegen Feuer. Ja, ich werde Peach mal den Schock geben und das Feuer wegnehmen. Ich kann auch Bowser einfach den Schock geben. Granita, die steinstarke Finsterliese. Granita, die steinstarke Finsterliese. Aquila, ey, geil. Okay. Ach, 1000. Wir sollen nur Granita besiegen. Azuka macht 10 bis 11 Schaden. Aber das Gekloppe macht Schaden. Habe ich das Gefühl. 6. Das ist ja nix. Okay, wie locken wir sie denn auf diese Sachen drauf? Hier auch. Dann versuchen wir es einfach mal. Versuchen wir da hochzukommen. Was macht das hier? Rabbit Robo Koopas beschwört 3 Rabbit Robo Koopas, der den nächsten Gegner jagt und bei Kontakt explodiert. Wenn ein Gegner zu nahe kommt, boom. Wow. Huh.
Das wäre am Ende, am Anfang doch nicht schlecht gewesen, mit ihm anzugreifen. Auf der anderen Seite. Da oben noch Gegner? Nee, da oben sind keine Gegner. Das ist schon mal gut. Der Oberlehrer muss auf jeden Fall weg. Auf geht's! Ich habe die beiden auch mitgetroffen. Damit kann es noch klappen. Jawohl. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das Spiel wird jetzt richtig gut. Ich muss aber auch bis zur dritten Welt. Ich kämpfe gerade Granita, die steinstarke Finsterliese. Dankeschön. Ich tunke natürlich den Keks, so selbstverständlich. So, die kommt also einfach angerannt. Rennen wir doch jetzt mal hier rechts rüber. Und dann passiert ihr doch gar nichts. Da-da-ding. Musik, der Soundtrack, absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Muss Bowser springen. So, ich glaube, ich muss jetzt gar nichts machen sonst. Ich will ja erstmal sehen, was passiert.
So, steht sie da jetzt schon offiziell drauf oder nicht? Da kommt der Oberlehrer. Sie hat auf jeden Fall 3000 Schaden gekriegt. Er hier nicht. Er steht jetzt allerdings hier auch nicht so klug. Deswegen werden wir ihn einfach verschwinden, pushen lassen. Ungesehen. Mario Rabbit ward ungesehen. Darauf einen Kaffee. Super Spiel. Hi, Jo, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ich fand es am Anfang nicht so gut. Die erste Welt war viel zu einfach. Mit den Pipifax-Regeln in der Oberwelt da rätseln. Aber jetzt hier in Kapitel 3 finde ich es richtig gut. Und vor allen Dingen die Kämpfe. Die Kämpfe werden schon in Kapitel 2 gut. Und der Soundtrack ist der Hammer, oder? Subscriber. So, jo, herzlichen Glückwunsch. Hast von Bobby direkt ein Sub-Geschenk gekriegt. So, wir müssen weiter. Wir müssen hier nach links. Vor allen Dingen das hier ist ja wohl super ausgedacht. Diese ganze Mechanik. So, er wird ja nicht mehr gesehen. Der Kampf gegen Trauma war super, ja. Den habe ich auch gemacht. Den habe ich schon hinter mir, ja. Das war doch die Geistdame, ne? Das ist jetzt quasi der Endkampf in der Welt danach. Der erste von den zweien. So. Sie kann sich leider nicht bewegen. Warum auch immer. Ach so, sie hat ja geschossen, stimmt. Mal sehen, wo der jetzt hinrennt. Die Vampirin. Oh, direkt perfekt. Sehr gut. Neue Gegner. So, kriegen wir zwei Attacken hin. Das wäre die erste. Komm schon. Jetzt ist wieder die Frage, steht sie schon drauf, steht sie nicht drauf? Ist aber eigentlich irrelevant, weil wir es auch so hinkriegen müssten, dass wir dreimal schießen. So, hier ist wichtig, dass wir den Oberlehrer wegkriegen, der nervt sonst nur. Eins, zwei. Ah!
Das reicht leider nicht. Dann verstecken wir uns doch lieber nochmal. Viele Goombas. Unter normalen Umständen dürften die uns aber gar nicht in die Quere kommen. So, er ist wieder da. So, jetzt haben wir hier auch genügend Firepower, um beide sicher wegzuballern. Ah, die Goombas. Oh, das war knapp. Holen wir erstmal die anderen beiden. Hm, er schafft es nicht. Das heißt, er kann eh den Angriff dann machen. Dann müssen wir hier alle treffen können. Der eine Goomba hier. Ich glaube, ich spinne. Wie locke ich die denn jetzt hier am besten an? Keine Chance. Keine Chance. Wer kommt da? Ein normaler? Entspann dich! Der soll sich mal entspannen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir die ja gleich alle zusammen gesungen. Das wäre auch witzig. So, wie kriege ich sie jetzt dazu, hier möglichst nah ranzukommen? Lauf, 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 lauf. Kriegt leider keinen vierten Angriff hin. Das ist natürlich ein Problem. Es sei denn, ich hole Rabbit Mario noch dazu, falls ich das schaffen sollte. Es könnte klappen. Los!
Ja. Jetzt lauf drauf. Autsch. Ich glaube tatsächlich, sie steht nicht drauf. Nein. Das klappt. Wow, was für ein Zug! Was für ein Zug! Richtig gut. Mario noch klein. So. So, sind wir erstmal alle geschützt. Alles safe. Oh, nur einer? So kriege ich beide. Genau, was wir wollen. Jetzt müssen wir einen gezielten Spritzangriff machen.
viel zu leicht. Jawohl. Der fällt vom Planeten. Sensationell guter Soundtrack. Bam bam. Oberlehrer. Bam. Nächste Runde ist es getan. Nochmal spielen. So, liebe Zuseher und Zuseherinnen, wollen wir Bowser mit ins Team nehmen statt... ...der anderen, dem anderen?
Und ihr Schwächlinge, ein Dankeschön wäre angebracht. Ich habe gerade euer Leben gerettet. Vergiss es. Was tust du hier, Bowser? Die hat ihm die Armee weggenommen. Wenn wir Bowser erlauben, sich uns anzuschließen, steigen die Erfolgschancen unserer Mission um 11,34756%. Mhm. Und wo lagen sie vorher? Etwa so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass einem Schwein Flügel wachsen und es fliegen lernt. Kein Wunder, dass ihr mich dazu bringen wollt, eure kleine Waschlappenbande anzuführen. Dürfen wir jetzt echt entscheiden, dass er nicht mitkommt? Das fände ich gut. Aber nein, das Spieldesign hat doch gesagt, der muss jetzt dazu. Ja. Ist gut, wir behalten Bowser. Bowser ist jetzt auch der Chef. Dass ich wenigstens vor meiner Hauptfigur herumläuft. Finde den Eingang zum verwunschenen Wald. Überall Heilers. Hier sind wir ja hochgekommen. Verwunschene Wald ist da drüben. Ah, wir müssen durch die Röhre. Nerditation! Greetings to you! I just got the Bowser. He's going to be my primary new guy. By the way, I think Rabbit Mario is by far the best character. Also the strongest. You're the whole 3D team. Schattiger Sonnenuntergang, Level 18. Hier haben wir nochmal Level 17. Let's see how Bowser fits into our team. Oh, die Claudiusse. Das sind die, die immer entgegenrennen, so wie eben der Endgegner auch. Wir brauchen aber nur die beiden. Hm. Und die mochten, ich glaube, Wasser nicht, ne? Genau, Spritzer. Spritzer müssten wir ja dabei haben. Da ist Spritzer. Und bekommt Bowser den Spritzer. Das ist auch gut. Die Raserei-Effekte kriegt Rabbit Mario. Dann kann er einfach dahin und I thought the beginning was a tad slow. But after that, so from the second chapter onwards, now to the third world. In the third world I'm extremely satisfied with the tactical part of the game. So, heilen brauchen wir, glaube ich, nicht. So. Klatschraserei.
Bye bye. Oh, wieso ist er denn jetzt wiedergekommen? Frechheit. So, jetzt ist er aber weg. Immer noch nicht? Ich glaube, ich spinne. Dann muss Peach das am Ende noch machen. Aber. Gut, und hier versuchen wir es mit dem normalen. Genau, mit dem. Bye bye. Thanks for the visit. If you need good strategies, you're always welcome. So, jetzt geben wir uns noch Schutz. Oh, mit Bowser können wir ja noch ganz coole Sachen machen. Mal sehen, was die jetzt machen. Die explodieren tatsächlich direkt. Großartig. Das war doch nett. Sind, ich habe ja gesagt, 5 Entwicklerstudios bei Ubisoft insgesamt, die das Ganze gemacht haben. Und anscheinend einer, der Entwickler aus dem 3D-Team, hat eben kurz reingeschaut. Ein schattiger Sonnenuntergang. Tum, 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 du, du, du. Bin ich so noch gut zu verstehen? Oder ist das so zu tief? So, ganz viele von diesen Feuerheinis. Und was haben wir da Neues? Aeroshaker. Der Sturmschrei drängt alle in Reichweite zurück. Sie sind unsichtbar, wenn sie sich bewegen. Reaktionsschüsse sind also wirkungslos. Das ist ein Mix aus denen. Insgesamt sollen wir 13 besiegen. Die sind empfindlich gegen Frostbeulen und Spritzer. Also Frostbeulen und Spritzer brauchen wir. Ich wusste gar nicht, dass wir Frostbeulen schon machen können. Müssen wir mal gucken.
Da, Frostbeulenangriff. Sollte aber lieber Mario kriegen, glaube ich. Ja. So ist, glaube ich, gut. So, Peach kann mal den Feuerangriff loswerden. Ach, das ist doch der Verkehrte. Ah, ich wundere mich schon. Also, wir versuchen Rabbit Mario weit nach vorne zu kriegen. Heilen wir noch das Team? Ja. Diese unendliche Reichweite jetzt, seitdem man diese Sprungpads immer hat, von überall hin, das ist natürlich echt mächtig. So, das wären 800. Das sind 900 und wenn wir jetzt da diesen Spritzkram dran machen, müsste er da doch runterfallen. Hat geklappt. Es kann nichts passieren. Hab dich auf dem Kicker. Mehr Leben, deswegen bin ich da hingegangen. So, da drüben brauche ich einen Wasserangriff. Den hätte er gehabt, den habe ich jetzt aber nicht mehr. Doof. Aber halb so wild, ich glaube, Mario kann das auch. Dicke. Hätte ich gedacht, dicke. Ist aber gar nicht so dicke.
Das ist gut. Geht jetzt noch Raserei? Na, schade. Aber, auch wenn Raserei nicht geht, jetzt kriegen wir hier noch einen schönen Angriff nämlich zusammen. Fein. Du. Den einen Angriff muss ich jetzt einfach mal hinnehmen. Halb so wild. So, und da haben wir jetzt die, wo Frost ganz wichtig ist. Frost hat der gute Mario. Jetzt habe ich die Sing-Geschichte leider schon fertig. Damit hätte man sie schön zusammentreiben können. Alle zersingen. Na, ach so, du fragst dich, was ich meine. Also, Mario hat doch hier diesen Sing-Spark, der dann alle zu sich herzieht. Wenn ich den aktivieren könnte, aber ich habe danach ja nicht noch einen Angriff, das ist das Problem. Dann könnte ich alle mit einem Frostangriff danach zerschießen. Weil sie ja alle nebeneinander stehen würden. Geht quer über das ganze Spielfeld. Diese unendliche Bewegungsfreiheit macht echt Spaß. Oh,
mal, wenn ich hier den Windstoß benutze. Muss ich mal probieren. So, von hier jetzt den Windstoß. Ob sie dann in die andere Richtung weggeballert werden. Ah, der andere zumindest. Okay, spannend. Komm zu mir, meine Kinder. Der Regenschirm, der Schock verteilt. Auch eine schöne Mission. Hero Shaker ist dabei. Ist das eigentlich ein Gag von Jo mit diesem Error Connecting to Web Evil Service? Ich verstehe den Gag nämlich nicht, wenn es einer ist. Oder ist das ein Fehler, der dann tatsächlich eine Fehlermeldung ist vom Nightbot? Das ist ein Gag, ne? Dass man irgendwie zum Web Evaluation Service nicht verbunden werden konnte, deswegen nicht gut Game gesagt werden kann. So interpretiere ich das, aber vielleicht ist es auch ein Fehler. Ich sage uns, den sichersten Weg durch dieses Waldlabyrinth zum Finsterzeit-Tentakel zu weisen. Das Risiko, sich nicht unwiederbringlich zu verlaufen, ist ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit eines Schneeballs. Okay, danke. Schon kapiert. Oh. Holika! Alleine, dass du drüber nachdenkst, macht das schon gut. Ich habe den Chat übrigens jetzt noch unterlegt mit so einer kleinen Sache. Ich hoffe, lenk nicht zu sehr ab, aber ich bin damit jetzt gerade sehr zufrieden. Ich glaube, noch nie war der Chat so gut und hat nicht gestört, weil er auch immer wieder... Also ich hoffe, es reicht, alles zu sehen, lesen zu können und dann ist es auch wieder weg. Auf keinen Fall! Ich werde...
Also wirklich, was ist heute nur mit euch los? Niemand. Ja, diese Kraft brauchten wir auch im Eis. Da will ich ja fast jetzt nochmal hingehen, um da 100% draus zu machen. Und wir suchen und suchen. Akila, du fandst Magic doch auch gut, ne? Ich überlege gerade, ob ich gleich Magic mal wieder installiere, wenn Nehmer das jetzt wieder spielt. Oder ob wir ein paar Magic Packs mit Nehmer zusammen aufmachen sollten. Ach, los geht's. Das sind ja nur Goombas. Was passiert, wenn ich die jetzt kommen lasse? Oh, ich habe gleich eine super coole Idee. Wir können doch singen. Ja. Komm zu mir. Hallo, Drown. Das ist die Testversion von Ubisoft und Nintendo Drown 84. Schön, dass du reinschaust. Ich bin gefangen. Hier einmal den Weg rausnehmen. Und jetzt mit einem wunderschönen Shotgun-Angriff 1000 Goombas zu töten. Juhu! 404. Auch eine schöne Fehlermeldung an Schaden. Wenn du Fragen zum Spiel hast, weil du dich schon drauf freust, schieß einfach los. Ich habe jetzt die Hälfte des Spiels gesehen, würde ich sagen. Man darf auch im Stream nur alles bis einschließlich Level 3 von, oder Level, Welt 3 von 6 zeigen. Und wir sind hier gerade in Welt 3. Auf meinem YouTube-Kanal kannst du von gestern den Stream sehen, da ist Welt 2 komplett zu sehen. Links. Was will der mit dem Links? Ah, hier. Ah. Will es ja selber spielen, am besten heute noch. So heiß drauf. Ah, der Anfang ist recht zäh gewesen, aber jetzt ist es sehr, sehr gut. Kapitel 3 gefällt mir bisher durchweg klasse.
Vor allen Dingen die Musik ist super schön. Du zerspoilerst dir aber auch nichts, wenn du jetzt hier ein paar Kämpfe dir mit anguckst. Hm. Sind ja sehr, sehr abwechslungsreich, die Kämpfe. Und je nachdem, welches Team du wählst, spielen sich auch die Kämpfe anders. So, was soll ich denn hier machen? Besiege alle. Was sind das für welche? Frostbeulen. Frostbeulen. Und hier glaube ich auch Frostbeulen, ne? Ja. Das war eine effektive Frostbeule. Geben wir Bowser mal Schutz und lassen ihn noch weiter hüpfen. Ah, und er hat doch jetzt aber den Wind oder den Spritzangriff. Ist der Spritzangriff gegen den gut? Unempfindlich gegen Windstoß, aber gegen Spritz müsste klappen. Gucken wir mal. Dass wir den da runterschubsen können. Blub. Ah, ganz wenig ist noch da von Lebensenergie. Aber hier komme ich nicht rüber gesprungen. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Sehr gut, unempfindlich. Ah, kritisch. Dafür macht Peach jetzt hier das Ende. Wir brauchen 24 Sparks und haben nur 16. Ja, spannend. Ob das dann schon der Endgegner ist? War einfach ein Näher der größeren Gegner, um dann am Ende wieder alles freizuschalten. Oh.
Schick sieht's hier aus. Hier können wir da dann was reinwerfen. Wir brauchen also das Ei. Das Ei, das Ei, das brauchen wir so sehr. Da ist es ja. Ballern wir kurz weg. Oh. What? Das ist ja krass. Jetzt bin ich gespannt, wann er gespeichert hat. Das teilen wir doch gleich mal. Vielleicht aber ein gutes Zeichen, hier jetzt aufzuhören. Stream einschalten und zack, hat der Alex mir das Spiel weggehackt. Oh, 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 jetzt bin ich aber echt gespannt. Legen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine Pause von 15 Minuten pro Spielstunde ein. Da liegen wir nicht in unserem Pensum. Oder ist das im Schlaf? Also pro Stunde, die ich spiele, 3 Stunden, dann 45 Minuten Pause in der Nacht irgendwann. Dann passt es wieder. Bitte bloß nicht verbinden. Sieht aber gut aus, ne? 24. Vor einer Minute gespeichert. Crash to Desktop, so kann man es nennen, ja. Ah, sogar direkt vor dem Kampf gespeichert. Das ist natürlich dann top. Okay. So. Was sollen wir machen? 4 sollen wir besiegen. Versuchen wir es doch mal so. Komplett Imba. Geil. Das ist so super. Kann ja als Pause ein wenig Handel in Elite machen. Das wäre aber eine richtig entspannende Pause. Ich sollte Schattengänger besiegen. Passt. Ja.
Tada! Elite habe ich hier, glaube ich, nicht drauf auf dem Rechner und auf den anderen kann ich jetzt. Klar, wenn du zwei Briefe. Die müssten vor vier da sein. Okay. Dann machen wir jetzt hier gleich auch gut Pause. Dann können wir morgen nochmal als letztes vor Release auch nochmal ein bisschen spielen, wenn ihr Bock habt. Schreibt mir das dann gerne einfach auf die Kommentare, falls ihr auf YouTube geguckt habt. Allgemein, wie euch der Stream gefallen hat. Ich denke mal, ich werde den heutigen Stream in zwei Teile einteilen. Einmal den bis zur Mittagspause und dann die 2,5 Stunden oder die 2 Stunden danach jetzt nochmal. Und dann geht's hier mit dem Waldlauf weiter, wenn ihr denn dann wollt. Wo kann ich denn? Da. Der speichert immer automatisch sofort. Da kann man eh nichts groß falsch machen. Jawohl. Schön! Eine Menge Content, sagst du. Menge Content. Ja, und heute Abend geht's weiter mit Scorn. Freunde. Scorn, Scorn, Scorn. Ich überlege mir jetzt, ob ich Magic nebenbei runterlade, während ich gleich unsere Tochter hole. Auch da, wer da Bock drauf hat, einfach mal direkt auf Discord die Meinung geigen, ob wir ein paar Karten aufmachen sollen. Da habe ich noch einige Packs ungeöffnet unten liegen. Jetzt gerade habt ihr die Chance. Im Endeffekt haben wir jeden Tag Spiel nach Wahl. Ihr müsst es euch nur wünschen und ein gutes Argument bringen, warum ich das machen sollte. Ich habe Bock. Ich freue mich auf später. 19 Uhr geht es los mit Scorn bis wahrscheinlich 21, 22, 23 Uhr. Je nachdem, wie wir dann so drauf sind in diesem schockierenden Spiel. Bis heute Abend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das gemeinsame, schöne Zocken.